Chaos auf den Straßen und randalierende Superschurken. Da hatte Gothams Bürgern heute Abend ein riesiger Brand im Ace Chemicals Werk gerade noch gefehlt. Leider ist genau das eingetreten. Dazu Explosionen, welche die umliegenden Wohnhäuser so erschütterten, dass die Immobilienpreise in der Gegend dramatisch sinken dürften. Superman war zur Stelle, um das Feuer einzudämmen, aber die Polizei rätselt noch immer über das Motiv hinter dieser anscheinend sorgfältig geplanten Sabotage. Joker, wie läuft's? Eine mit beide. Max! Es ist ein Junge! Ich glaube, wir haben Besuch. Und damit herzlich willkommen zurück zu, oh Gott, das geht ja richtig los hier. Zurück zu Lego Batman und, boah, meine Güte, ich muss hier schon gleich auf Action machen. Ihr seht, es geht Schlag auf Schlag, denn ich will das Spiel relativ schnell durchhaben, weil ich habe heute ist der 27. Mai, einen Trailer gefunden zu Lego Batman 3 und der Trailer ist schon mal sehr awesome. Und ja, das werde ich natürlich auch spielen. Vielleicht schaffe ich es davor noch den ersten Teil zu spielen, den ich mir für den PC noch besorge. Und dann auf jeden Fall die Batman 3. Ich werde am Ende der Folge einfach mal den Trailer von Batman 3 ranhängen. Und ja, kleiner Fanservice. Ich freue mich sehr drauf. So. Ist ja schon mal geil, was wir hier machen. Ich dachte eben, ich müsste selbst noch fahren, das wäre ein bisschen verwirrend gewesen, aber so eine Morgen-Taktik hier finde ich natürlich okay. Schon ziemlich cool Action geladen gerade. Gefällt mir sehr gut. Auch wenn das total simples Gedönse ist. Mache ich sowas auch mal ganz gerne. Ist ein bisschen was los, man muss sich die ganze Zeit nachdenken. Man macht einfach mal zwischendurch. Also bin ich gespannt auf die Story. Ich möchte natürlich auch wissen, wie das Ganze zu Ende geht. Man kann sich das übrigens auch angucken, aber als Let's Play ist es natürlich viel cooler. Checkpoint. So, weiter geht's. Was ist hier? Tunikas oder was? So. Speichern wir mal kurz. Ich finde ja sehr cool auch, dass die Stimme hier von Bruce Wayne die Batman-Stimme ist. Quatsch, die Stimme von Bruce Wayne ist. Was erzähle ich hier? Die Stimme von Pierce Brosnan die Batman-Stimme ist. Allerdings werde ich höchstwahrscheinlich den dritten Teil dann auf Englisch spielen. Denn ich muss sagen, die englische Synchro gefällt mir doch ein Stück besser. Ist außerdem ja auch ein Synchroner. Okay, was muss ich tun? Was bist du? Ach so, es muss da rein, da durch, da hoch, da runter. Muss ich sie irgendwo anders hinbringen? Hier ist das auch noch so ein
Oh Gott. Nee. Da geht's weiter. Ah. Es ist ein Minispiel immer, ne? Ich stelle mich dafür ja auch mal ein bisschen doof an, muss ich sagen. Muss ich dazugeben? Was zur Hölle passiert da? Okay. Ich, So. Guck mal, ob ich mit Batman irgendwas anstellen kann. Ich spiele nicht über Batman als Robin. Ja, das nicht. Da werden jetzt ständig Dinge nachgebaut, wenn ich da die Kamera abstelle, glaube ich. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Bestimmt hier wieder irgendwas mit Robin machen. Okay, da brauche ich irgendwie. Ach da. Warte. 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 Jetzt. So. Jetzt kriegt Batman bestimmt wieder den Tarnanzug. Das sieht ganz so aus. Bam! Let's get unsichtbar. Was auch immer ich hier oben suche, versuche möchte. Was zum... Okay. Ich komme mal nicht rüber. Nein, offensichtlich nicht. Hm. Also muss ich hier irgendwie die Kamera ausstellen. Hm. Irgendwas? Braucht es irgendjemand anderen? Hm. Ist unten irgendwas? Gucken. Nö. Nö. Ich dachte, dass ich da vielleicht irgendwie reingucken kann oder so. Nö. Okay, hier unten sind wir durch. Was ist das überhaupt für ein Truck, den Luther da gebaut hat, Alter? So ein Ding will ich auch zu Hause. Nein. Vielleicht will ich doch hier hoch. Ach, der. Okay. Hm. Dachte, ich ginge erst weiter, aber okay. Ah, ich muss hier, ich brauche hier Robin hier oben wahrscheinlich. Okay, wie lasse ich Robin runter? Ah, hahaha. Okay. Sehr gut. Nicht so gut. Weniger cool. Roman, kommst du?
bekommen? Irgendwas? Kommst du jetzt mal wieder? So. Das, also das. Ich bin Batman, das mache ich immer so. So. Ach hey. Okay. I know what to do. Ich weiß, was ich tue. So. Das mache ich immer so. Was zum? Kommen Sie mal bitte da runter. Das war sehr freundlich. Jetzt muss ich mir hoch am Auge kratzen. So, und Robin kriegt den nächsten Anzug. Ist das so? Nein, ist sogar ein nächster Batman-Anzug. Okay. Der Fledermaus-Anzug? Ach, wie cool. Flügel A gedrückt halten. Okay. Kennen wir schon. Au. Das klappt aber nicht so. Okay, es macht mir irgendwie was. Ja. Aber ich muss hier erst Batman die Chance geben, drüber zu schweben. Au! So. Der Fledermausanzug ist ja auch cool. Den finde ich cool. Mag die anderen Anzüge ja nicht so gerne. Ich mag es mal, wenn er so seinen klassischen Anzug anhat. Der Tarnanzug ist auch okay, aber... Entschuldigung, das, muss ja irgendwie rüberkommen. Ach, jetzt? Okay. Das ist halt ein bisschen länger überhaupt. Komm. Was zum... Was passiert da? Was mache ich da? I have actually no idea what I'm doing. Und eine... Wie cool! Dann ist das eine coole Sau. Ich will mir gar nicht überlegen, was für Algorithmen und Subroutine... Nein, das mache ich immer so. Als Batman macht man das so. Space, the last remnants of the unexplored. A never-ending expanse of darkness. Here, at the edge of the universe, I look into the abyss and... Batman! I look into the abyss. Bruce! Seriously? Is that a new spacesuit? Your suit looks really good, is all I'm saying. One hero to another? It's really working for you. Sorry, right, brooding. Carry on. I look into the abyss. No, he's right.
It really complements your figure. Uh-huh. Meh, should've stuck with black. Or maybe a really dark gray.